war so, dass im letzten Jahr der Bayerische Rundfunk auf mich zukam und die Vorstellung hatte, dass man doch vielleicht Orgelwerke oder eben Werke mit Klavier, mit C geschrieben, eben tatsächlich auf das moderne Tasteninstrument bringt, also sprich auf den modernen Flügel. Es war die Idee, Stücke von Froberger, von Böhm, die man vielleicht irgendwie gar nicht so kennt, die Organisten zwar kennen und auch die Cembalisten, aber eben die Pianisten eigentlich weniger im Repertoire haben, dass man die quasi aufleben lässt. Es war eben auch noch ein Stück von Frescobaldi dabei. Und ich habe dann eben überlegt, wie man das sinnvoll zusammenbringen kann, sodass es einfach nicht aneinandergesetzte Stücke sind, sondern es ein gewisses Konzept gibt. Und habe mir viele Gedanken gemacht, viel recherchiert und bin eben so zu diesem Programm gekommen. Dann hatte ich plötzlich wirklich einen roten Faden und das hat mich ganz glücklich gemacht. Ich irgendwie feststellte, ja, also die Werke greifen schon so ineinander, also entweder über die Form, also eben die Form Passacaglia Chaconne, quasi also Thema mit Variationen zum einen, aber eben dann auch über die tiefe Religiosität. Aber natürlich dann auch noch das Thema Bearbeitung, Transkription, eben der Respighi, der in Frescobaldi Thema nahm, beziehungsweise die große Passacaglia für die Orgel und daraus eben ein Klavierwerk machte. Und dann natürlich die große Bach-Chaconne.